Sie sehr herzlich willkommen heißen in unserem Webinar von DG4Family. Heute zu dem Thema Kleinkinder und Smartphones, Kleinkinder oder Smartphones. Es freut uns, dass sich Professor Karl-Heinz Prisch bereit erklärt hat, hier Ihren Fragen Antworten zu geben und uns allen ein bisschen einen Einblick in dieses spannende Thema zu geben. Bevor er mit seinem Input beginnt, möchte ich kurz Andrea Klambauer begrüßen, Landesrätin in Salzburg, unter anderem zuständig für das Thema Familien. Das Land Salzburg hat dieses Mal die Bewerbung des Webinars großzügig unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Webinar unterstützen konnten, denn es ermöglicht auch Menschen die Teilnahme an so einem Seminar, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit haben. Als Mutter von 3 Kindern kenne ich natürlich die Anziehungskraft, die Handy und iPad auf Kinder haben. Für mich selbst hat da immer ein Satz gegolten, nämlich wir können unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Und in diesem Sinne ist natürlich auch immer der eigene Umgang mit Handy und iPad, der zu reflektieren ist, wenn es darum geht, wie unsere Kinder mit den Geräten umgehen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Dr. Prisch für die Bereitschaft, dieses Seminar zu halten, und ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch eine spannende und lehrreiche Stunde. Dankeschön. Danke sehr. Ja, und konkret unterstützt in der Bewerbung und auch so eine verlässliche und häufige Unterstützung finden wir bei Forum Familie, eben vom Land Salzburg, und hier Corona Rettenbacher ganz im Speziellen. Und daher bitte, Corona. Ja, herzlich willkommen und schönen guten Abend weit über das ganze Bundesland Salzburg hinaus. Wir freuen uns ganz riesig über dieses große Interesse und die zahlreiche Teilnahme. Und besonders willkommen möchte ich jene heißen, die sich vielleicht heute das erste Mal drüber trauen, bei einem Webinar mitzumachen und sich getraut haben einzulocken. Ich bin die Corona Reitenbacher und ich bin im Team von Salzburg vom Forum Familie. Forum Familie sind die Elternservicestellen des Landes Salzburgs in den Bezirken draußen, also ganz nah bei den Leuten, bei den Eltern und bei den Familien. Und wir unterstützen in sämtlichen Familienanfragen und vor allem darum, wenn es um Kinderbetreuung geht, wenn zum Beispiel die benötigten Plätze nicht vorhanden sind. Meine Kolleginnen haben sich heute auch dazu geschaltet und werden mitdiskutieren und mitchatten. Und auch unser weiterer Kooperationspartner vom Familienpass Salzburg hat sich auch eingeloggt. Wir waren sozusagen die Ideengeber, dass wir dieses Webinar hier vielleicht anbieten können. Und eine ganz große verlässliche Kraft und unser Experte ist der David Rödler, der hier bei uns in Salzburg für diese Webinare einfach top ist, und wenn wir etwas brauchen, dürfen wir uns immer an ihn wenden. Und er hat auch dieses Seminar organisiert und hat so im Hintergrund die gesamten technischen Abläufe im Auge, dass das gut funktioniert. Vielen herzlichen Dank, David Rödler, für die tolle Kooperation. Und danke, Anita Bleschko, dass du diese Moderation heute übernimmst. Und herzlichen Dank auch an DG4Family, weil dieses Seminar für Sie als Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos ist. Und das ist halt auch etwas ganz Besonderes. Und ganz besonders freue ich mich über den Herrn Professor Karl-Heinz Prisch. Ich bin ein Fan von Ihnen und wir sind ja in Salzburg. Sozusagen dürfen wir viele Vorträge von Ihnen besuchen und schätzen so Ihre Expertise. Und auch danke, dass Sie sich heute diesem Set in diesem Webinar öffnen und sozusagen als Referent zur Verfügung stehen. Ich bin schon gespannt auf einen schönen Abend und viele Informationen. Danke, Corona. Ja, ganz kurz noch ein paar technische Daten. Das Webinar heute wird aufgezeichnet. Es ist noch, ja, vielleicht werden Auszüge, vielleicht auch das Ganze veröffentlicht. Das wird erst im Anschluss nochmal diskutiert. David Rödler, wie schon angesprochen, wird im Hintergrund die Technik betreuen. Wenn es hier Schwierigkeiten gibt, bitte per Chat melden. Mein Name ist Anita Pleschko. Ich bin vom Grundberuf Kindergartenpädagogin, bin Erziehungswissenschaftlerin
und derzeit in Ausbildung zur Psychotherapeutin. Ich freue mich ganz besonders, dass Karl-Heinz Prisch sich bereit erklärt hat, dieses Thema heute mit uns zu moderieren, zu besprechen und diskutieren. Wir machen das Ganze im Auftrag von, also DG for Family, wir machen es im Auftrag vom Bundeskanzleramt der Sektion Familie und Jugend, auch kurz bekannt allgemein unter Familienministerium. Wir machen immer wieder verschiedene Webinare. Bitte auch einfach bei DG for Family immer wieder reinschauen. Es gibt immer wieder spannende Angebote. Das war es zu uns. Ganz kurz noch zu den Fragen. Ich habe schon angesprochen, hier unten finden Sie in der ganz untersten Zeile ein Symbol mit F und A. Hier können Sie schriftlich Fragen stellen. Wir werden uns bemühen, so viele wie möglich zu beantworten, bitten aber um Verständnis, dass wahrscheinlich die eine oder andere Frage offen bleiben wird. Sonstige Fragen bitte auch jederzeit stellen. Wir tun unser Bestes. Damit übergebe ich an Professor Karl-Heinz Prisch. Er ist in Salzburg an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und einen herzlichen guten Abend in die Runde. Ich bin sehr froh, hier einen kleinen Beitrag leisten zu können und freue mich auf die Diskussion und den Austausch. Das Thema ist gar nicht ja so neu, sondern viele Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Menschen, die mit Kindern arbeiten, sind heute mit dem Thema konfrontiert. Wie machen wir das eigentlich mit dem Smartphone? Und ganz besonders sind natürlich auch schon Eltern mit Babys und Kleinkindern damit irgendwie gefordert, denn wenn Eltern ein Smartphone haben, und das ist ja doch in der Regel heute so, weil viele Menschen arbeiten damit, brauchen dieses Gerät, lieben dieses Gerät, weil es doch so smart ist und so gut funktioniert, dann ist immer die Frage, wie kann es jetzt sein, dass die Babys sich auch dafür interessieren? Und das ist natürlich ganz normal. Babys sind grundlegend neugierig und sie sehen dann, dass Eltern mit diesem Gerät hochkonzentriert, emotional beschäftigt sind. Und dann sind sie ganz schnell natürlich dabei, dass sie sagen, wow, dieses Gerät muss so spannend, so neugierig, so interessant sein. Da will ich doch gucken, was da passiert. So wie sie auch sich für Fernsehen interessieren, für Musik interessieren, für andere bewegte und spannende Geräte interessieren, die auch das Interesse der Eltern und deren Neugier auf den Plan rufen. Von der Entwicklungspsychologie ist es so, dass die Babys natürlich und die Kleinkinder und wir alle sehr auf einen direkten Austausch mit Menschen hochgradig motiviert und konzentriert aus sind. Wir wollen Kontakt, Blickkontakt, emotionalen Kontakt. Wir wollen hören, riechen, schmecken, fühlen. Wir wollen multisensorischen Austausch haben. Und deswegen, wenn Babys können und sie finden einen Menschen, der mit ihnen sich austauscht, das kann die Mutter oder der Vater sein, das kann auch jemand anders sein, der gerade Zeit hat, dann bevorzugen sie normalerweise diesen Austausch, weil der sozusagen über alle Kanäle läuft. Bei einem Smartphone sind wir in den Kanälen ja sehr eingeschränkt. Da haben wir sozusagen einen Screen und dann kann man berühren und dann kann man auch was in Bewegung setzen. Es gibt Farben und es gibt auch Hörinformationen, wenn die Kinder schon Musik hören. Aber die gesamte Riech-, Schmeck-, Fühl- und auch die sonstige Feinabstimmung, die wir in der Kommunikation haben, die findet natürlich mit einem Smartphone nicht statt, wenn die Kinder damit jetzt beschäftigt sind. Warum ist das so wichtig? Wir wissen aus der Forschung, dass Kinder, die eine solche Interaktion mit einem Menschen erleben, pro Sekunde Tausende von neuen neuronalen Verknüpfungen knüpfen. Wir sind, wenn wir auf die Welt kommen, eigentlich nur mit wenigen neuronalen Verschaltungen ausgestattet. Wir haben mehrere Milliarden Nervenzellen, aber das Gute ist, die sind wenig verknüpft. Und diese Netzwerke, die wir dann zum Leben und zum Überleben brauchen, die entwickeln sich, wenn ein Baby emotionalen Kontakt und Austausch mit einem lebendigen Menschen hat. Denn wir wissen, dass dann ganz besonders das neuronale Wachstumshormon gebildet wird. Und das braucht das Gehirn, damit diese Verschaltungen zwischen den Nervenzellen diese Netzwerke bilden. Fehlt also diese neuronale Verschaltung, weil die Eltern oder andere Bindungspersonen mit dem Baby jetzt wenig direkten Austausch haben, dann wäre zu befürchten, dass die neuronalen Netzwerke sich nicht so entwickeln, wie Babys das eigentlich bräuchten.
Das heißt, Babys erleben, wenn sie mit dem Smartphone unterwegs sind, in gewisser Weise einen Teil der Privation oder Vernachlässigung von dem, was sie evolutionär eigentlich erwarten würden und bräuchten. Das Smartphone ist also sozusagen eine zweitbeste Wahl für das, was das Baby eigentlich von seiner Evolution erwartet. Und sobald es jetzt einen Menschen träfe, der sagt, wow, ich bin auch da, ich kann fühlen, riechen, singen, schmecken, dich tasten lassen, wir können motorisch etwas miteinander machen, dann gibt es eine gesamtsensorische Erfahrung. Denn mit einem Smartphone in der Hand macht ein Baby selten ein Salto oder bewegt sich kugelnd durch den Raum. Das kann man mit Papa machen, das kann man mit Mama machen. Und wie Papa sich dabei anfühlt und Mama quietscht und Papa jauzt und wie Papa riecht und Mama riecht, all das geht an Informationen natürlich verloren, wenn ich jetzt Videos über motorische Interaktion und Bewegung auf einem Smartphone anschaue. Dennoch. Von daher, ja. Dennoch ist es doch möglich, dass wenn jetzt ein gerade diese Kleinkinder, ich denke jetzt vielleicht so circa mit 1,5, wenn sie so ein Smartphone erwischt haben und in der Hand haben, das wesentlich attraktiver finden als jetzt die Mama oder den Papa, die daneben sitzen und sagen würden, ich bin da, ich würde mit dir jetzt vielleicht ein Buch anschauen, komm her, magst du es nicht weglegen? Und dann ist es vielleicht jetzt nicht begeistert, sondern möchte lieber dieses Smartphone in der Hand behalten. Ja, das ist eine gute Erfahrung. Für das Erste sind Babys immer mal wieder neugierig für das, was sie gerade neu sehen, neu entdecken, was sie noch nicht kennen. Mhm. Wenn sie jetzt mit ihrem Kind spielen und jetzt läuft eine Katze vorbei oder ein Hund vorbei oder es gibt irgendeinen neuen Außenreiz, dann sagen sie, wow, das kenne ich noch nicht, das ist neu, das will ich kennenlernen. Sodass das Smartphone natürlich immer auch wie Fernsehen oder andere Geräte irgendwas Neues hat, eine gewisse Attraktivität. Das lässt aber in gewisser Weise nach, sobald das Baby dann wieder Angebote bekommt und die Mama oder der Papa sagt, das ist ja ganz spannend, legen wir das jetzt mal weg. Jetzt bin ich da und jetzt habe ich Zeit und jetzt können wir miteinander spielen und uns austauschen. Okay, ja, auch hier ist eben gerade das aufgenommen worden. Die Kinder sind 2 und 3,5 Jahre alt und haben YouTube Kids entdeckt. Also hier kann man Filme sehen, Lieder hören und sind davon jetzt kaum noch wegzubekommen. Es sind 20 Minuten am Tag, sind jetzt so die Vereinbarung derzeit. Was würden Sie dazu sagen? Wenn die Kinder ansonsten, diese Kinder hier sind sonst im Waldkindergarten, sind im Spielplatz, sie basteln, sie sehen Freunde, aber eben auch 20 Minuten am Tag, YouTube Kids. Ja, wenn die Eltern das gut unter Kontrolle haben, wenn die Eltern das begrenzen, dann ist das wesentlich unproblematischer, als wenn die Kinder sozusagen das jetzt zur Beschäftigung, zur Ablenkung, für Langeweileüberbrückung einfach in die Hand bekommen und unkontrolliert sozusagen länger spielen würden. Wenn die Eltern womöglich noch daneben sitzen und das gemeinsam mit anschauen und das ein gemeinsames Erleben wird, sich darüber austauschen können und dabei wieder auch ja natürlich ein ganzer Teil von Kontakt entsteht, die Kinder Fragen haben, nach 20 Minuten die Eltern das beenden und sagen, das war unsere Zeit und jetzt lass uns doch nochmal ein bisschen, während wir uns Bett fertig machen, darüber sprechen, was war denn da, dann ist das vollkommen unproblematisch. Das ist so auch wie Kinder, die mit ihren Eltern eine Fernsehsendung anschauen oder die auch mit Eltern ein Buch anschauen, Musik hören. Das sind neuronale Inputs, die das Kind bekommt, die das Gehirn auch in der Entwicklung stimulieren. Und die Nachbesprechung und der Austausch, das gemeinsame Erleben, ist natürlich sehr förderlich für das Kind und seine Entwicklung. Danke. Ich hoffe, das hilft weiter. Ich kann mir das gut so vorstellen. Das andere ist dann natürlich noch, hier war auch kurz angefragt, die Mutter war jetzt, oder der Vater war ein bisschen unglücklich mit YouTube Kids, aber hier kann man das Kind vielleicht doch auch auf kindgerechte andere Apps umleiten. Es gibt ja auch so Bilderbücher zum gemeinsam anschauen oder einfache Spiele, wo man gemeinsam Karotten erntet oder so etwas macht mit. Das Angebot ist gigantisch, riesig, vielfältig. Ja. Natürlich müssen die Eltern sich selbst ein bisschen damit beschäftigen und müssen für kleine Kinder eine Auswahl treffen. Aber wenn Eltern das bewusst tun, sich damit auseinandersetzen, dann sehe ich das unproblematisch. Schwierig wird es, wenn Eltern gestresst sind, wenn Eltern genervt sind, wenn Eltern
nicht wissen, was sie überhaupt mit ihren Kindern anfangen sollen, wenn Eltern auch gar keine Idee haben zu spielen, weil sie das selbst nicht erlebt haben, weil sie gar nicht wissen, wie könnte das denn jetzt gehen, mit dem Kind einfach auf dem Boden zu sitzen und Spaß zu haben mit den anderthalb, zweijährigen. Und dann aus, ja, unglücklich sein, Langeweile, unbeholfen sein, mit einem unguten Gefühl, aber doch irgendwie dem Kind jetzt, obwohl es vielleicht mit dem Vater oder der Mutter eine gemeinsame Zeit haben wollte, ein Smartphone in die Hand drücken und dann quasi das Kind damit versuchen, ruhig zu stellen. Ich bin vor einiger Zeit im Zug gefahren und dann hat ein Vater auf der anderen Seite an einem Tisch mit einer vielleicht Dreijährigen Platz genommen. Und diese Dreijährige hatte einen kleinen roten Koffer dabei und machte diesen Koffer auf und hat dann verschiedene Spielsachen und ein Büchlein und Buntstifte rausgenommen und sagte zum Papa, wollen wir malen? Woraufhin der Papa gar nicht reagierte, weil der Papa saß ihr gegenüber am Tisch und war mit seinem Smartphone beschäftigt. Und dann fragte sie nochmal, Papa, wollen wir malen? Hast du auch Lust zu malen? Woraufhin der Papa dann noch nicht reagierte. Nach einer Weile gab der Papa ihr dann das Smartphone und sagte, guck mal hier, hier kannst du spielen. Und dann hat sie das Smartphone kurz angeschaut und hat es zur Seite geschoben und hat gesagt, Papa, willst du nicht malen? Daraufhin hat der Papa gesagt, na, wenn dir das nicht gefällt, komm, ich stell dir was anderes ein. So ging das eine ganze Weile hin und her. Schlussendlich hat die Kleine dann mit dem Smartphone gespielt und der Papa saß dabei, aber hat überhaupt nicht darauf reagiert, hat in gar keiner Weise sich beteiligt, hat auch nicht gesehen, was sie jetzt spielt. Das hat er ihr natürlich eingestellt. Aber das war eine verpasste Chance. Da will ein Kind mit einem Papa jetzt gemeinsam malen. Das könnte eine wunderbare, emotionale, gemeinsame Erfahrung sein. Und hier ist ein Papa offensichtlich gefordert, überfordert, weiß nicht recht, wie geht das, was mache ich jetzt bloß? Und bietet dem Kind jetzt aus Unsicherheit das Smartphone und ein Spiel auf dem Smartphone an. Und nach einer Weile akzeptiert das Kind dann auch diesen Teil, weil es quasi erlebt, ja, anders geht es offensichtlich mit Papa nicht. Wenn ich mit dem einen Austausch haben will, dann muss das auf das Smartphone konzentriert passieren. Beruhigend finde ich in dieser Schilderung, dass das Kind noch unterschiedliche Spielsachen mit hatte. Absolut. Die Idee davon hatte und das auch sehr vehement noch eingefordert hat. Es bleibt zu hoffen, dass diese Hartnäckigkeit noch eine Weile bestehen bleibt und vielleicht auch mal Früchte trägt. Das bleibt zu hoffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist, die Kinder sind ja nicht dumm, die lernen ganz schnell. Das geht jetzt ganz fix, dass das Kind sozusagen weiß, wenn das so passiert, wenn ich mit Papa unterwegs bin, dann kriege ich das Smartphone und beim nächsten Zugausflug wird das Kind sagen, Papa, hast du dein Smartphone dabei, bekomme ich dein Smartphone. Mhm. Weil es ist sehr frustrierend, dann nicht mit dem Papa malen zu können. Und das Kind speichert sehr schnell ab, Papa ist zufrieden, das ist die Art und Weise, wie wir miteinander Beziehung haben. Papa gibt mir sein Smartphone und ich bin damit beschäftigt. Das geht sehr, sehr schnell. Ja, eine sehr schöne Schilderung. Das ist das eine hier. Tobias Brauer fragt dann nach, wie ist es jetzt, wenn dieses Smartphone eingesetzt wird, um das Kind abzulenken? Zum Beispiel bei so unerfreulichen Dingen wie Zähneputzen. Manche Kinder lassen sich nicht gerne die Zähne putzen oder die Haare schneiden oder die Fingernägel schneiden. Und dem Kind zur Ablenkung ein Smartphone vors Gesicht zu halten, weil sich das dann leichter und schneller mit weniger Geschrei erledigen lässt. Ist das eine gute Lösung? Er fragt auch, oder auch als Trost, wenn das Kind sich wehgetan hat. Es ist hingefallen und zum Trost darf es jetzt ein bisschen das Smartphone haben. Fangen wir bei der letzten Frage an, zum Einsatz als Trost für ein Kind, was hingefallen ist. Wenn ein Kind hingefallen ist, wird sozusagen sein Bindungsbedürfnis aktiviert, wie wir sagen. Jetzt würde das Kind gerne natürlich bei seiner Bindungsperson sein, sogar vielleicht auf den Arm kommen, Körperkontakt suchen, weil Körperkontakt wäre der beste Tröster und Beruhiger für ein aufgebrachtes Bindungssystem. Das machen alle Menschen rund um die Welt, alle Kinder rund um die Welt, das machen Schimpansenbabys bei ihren Müttern, wenn die sich wehgetan haben und dann kommen sie und wollen sozusagen Körperkontakt. Wenn statt diesem evolutionären Teil, ich suche Körperkontakt zur Beruhigung, wenn ich Angst habe oder Schmerzen habe, jetzt ein Smartphone dazwischen kommt und jemand sagt, schau mal, hier gibt es eine nette Geschichte oder hier gibt es Musik oder Bilder,
dann lernt das Kind natürlich sehr schnell, mit meinem Schmerz kann ich zu keiner Person kommen, sondern ich brauche dann ein Medium wie ein Smartphone, um mich abzulenken. Sehr schnell wird das Kind dann eine bindungsvermeidende innere Haltung einnehmen und sagen, wenn ich Hilfe brauche, dann hilft mir irgendetwas an Social Media, an Smartphone, an Computerspielen, sodass Menschen sich dann in der Not, wenn sie später gestresst sind, hinter Social Media zurückziehen, wo wir eigentlich erwarten würden, dass sie sich melden, dass sie sich Hilfe holen. Das heißt, das wird dann ein Teil der Persönlichkeitsverhaltensweise, auch bis ins Erwachsenenleben unter Umständen, sodass ich auf gar keinen Fall in so einer Situation ein Smartphone einsetzen würde. Auch wenn es ums Zähneputzen geht oder ein Kind hatte einen Wutanfall und die Eltern sagen, guck mal hier und versuchen dann ganz schnell abzulenken und das als Trost oder Ablenkung einzusetzen, dann bräuchte das Kind eigentlich auch die Bindungsperson, die diesen Stress jetzt mit dem Zähneputzen oder der Wut oder der Frustration, wie wir sagen, koreguliert. Das heißt, gemeinsam zusammen muss der Erwachsene in der Lage sein, wenn es gut geht, die Wut, die Angst, den Ärger, die Frustration des Kindes auszuhalten, um dann quasi das Kind mit seinen Gefühlen zu beruhigen. Was passiert jetzt im Gehirn? Im Gehirn wird genau diese Erfahrung, Mama, Papa helfen mir, eine unangenehme Situation zu regulieren, abgespeichert. Und relativ bald wird das Kind in der Lage sein, unangenehme Situationen selbst zu regulieren, auch wenn dann die Erwachsenen gar nicht dabei sind, weil es die Erfahrung im Kopf, im Gehirn abgespeichert hat, wie es sich anfühlt, von dem Erwachsenen Hilfestellung zu bekommen. Und auf die kann es dann zurückgreifen und das geht dann ebenso bis ins Erwachsenenleben. Jetzt kommt dazu auch dazu passend ein paar Mal auch die Frage, aber ab welchem Alter ist das dann ungefähr? Ja, also wann ist das Kind jetzt so weit, dass ich ihm tatsächlich das Smartphone für eine Weile überlassen kann? Oder auch wird es womöglich, muss es bis dahin jugendlich werden? Ja, in welchem Alter kann man damit beginnen, wird hier gefragt. Die Kinder werden sich von klein auf, von Säuglingsalter, Kleinkindalter und so weiter für das Smartphone interessieren. Genauso wie sie sich für Videos interessieren, für Computer interessieren, für Musik interessieren. Und so, dass man nicht sagen kann, das darf erst mit 6 passieren oder mit 10 passieren. Smartphones und Medien sind ein Teil unserer Umwelt. Die lassen sich nicht einfach verstecken oder geheim halten. Wenn das Kind das zu Hause nicht sieht, dann sieht es ganz schnell beim Nachbarskind in der Nachbarfamilie, bei Opa und Oma oder bei der Tante, sodass die Eltern sagen müssen, Smartphones, Tablets und so weiter sind ein Teil unserer heutigen Sozialisation. Und jetzt geht es darum, sozusagen die Kinder bei dem Kennenlernen dieses Kulturgutes, kann man ja fast sagen, zu begleiten und sie dabei zu regulieren. So wie die Eltern Kinder ja auch nicht tagelang, stundenlang vorm Fernseher sitzen lassen können sollten, sage ich jetzt mal, obwohl das natürlich auch passiert, so müssen die Eltern jetzt sagen, wenn wir schon YouTube-Videos oder kleine Musikstücke oder kleine Spiele oder anderes anschauen, dann habe ich die Entscheidung, wie viel, wie lange, wo und was. Dass Kinder uns erzählen, dass sie, jetzt rede ich von 6-Jährigen, nachts aufstehen und aufwachen, weil sie schlecht geschlafen und geträumt haben und dann mitten in der Nacht das Tablet des Vaters suchen und wissen, wie das angeschaltet wird und wissen auch, wie das Passwort ist, um dann bis morgens früh, sonntags morgens früh bis um 9, bis die Eltern aufwachen und aufstehen, über Stunden am Tablet des Vaters spielen, vollkommen unkontrolliert, die Webseiten sozusagen aufrufen, die der Vater zuletzt aufgerufen hat. Das wissen sie und kennen sie bis dahin alles. Dann haben wir einen komplett ungeschützten und unkontrollierten Gebrauch von Tablets oder von Inhalten aus dem Netz. Und das ist nicht etwas, was den Kindern in der Entwicklung hilft. Ja, und genau da schließt auch eine Frage von Nadine Büttner an, die selbst als Fachkraft unterwegs ist und fragt, wie kann sie eben Eltern genau dafür sensibilisieren? Ja, ich glaube, es ist wichtig, die Eltern dafür zu sensibilisieren, in Elternabenden, in Gesprächen, die Eltern darauf anzusprechen, dass zum Beispiel bei Kindergartenübergaben, bei Krippenübergaben es eine handyfreie Zone gibt. Ich habe verschiedentlich jetzt mit Krippen und Kindergärten zu tun gehabt, die das explizit eingeführt haben, dass wenn die Eltern morgens kommen und ihre Kinder bringen, die Erzieherinnen auch eine Übergabe gerne hätten, was war jetzt, wie geht es dem Kind, gibt es irgendwas Besonderes,
dann war das früher eine Zeit der Begegnung zwischen der Erzieherin und der Mutter oder dem Vater. Und heute stehen die Eltern dort mit dem Handy in der Hand, haben ihr Kind auf dem Arm oder an der Hand. Und die Erzieherin will mit den Eltern noch was besprechen und austauschen. Und es ist kaum möglich, weil die Eltern die ganze Zeit selbst am Texten sind oder am Schauen sind. Mhm. Und dass jetzt Kindergärten, Krippen dazu übergegangen sind, haben gesagt, klare, handyfreie Zone morgens und in den Abholzeiten nachmittags oder abends, damit wir einen wirklichen Begegnungsteil haben, um über ihr Kind zu sprechen. Und das fällt vielen Eltern wirklich schwer. Und das sagen die dann auch und sagen, oh mein Gott, jetzt darf ich 5 Minuten, jetzt ist es wirklich ernsthaft so gemeint, dass ihr hier keine Handys zulasst in der Übergabezeit. Und die sagen ja. Das heißt, wir haben jetzt die Eltern im Visier und wir müssen mit den Eltern schauen, warum brauchen die dieses Handy? Was ist bei denen gefühlsmäßig denn los, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht mal 15 Minuten ohne ihr Handy sein? Mhm. Ja, so wie Corona im Einstieg gemeint hat, Corona Rettenbacher, Kinder machen ohnehin alles nach. Mhm. Diese Vorbildfunktion der Eltern. Aber wie ist jetzt wirklich, also hier haben wir zum Beispiel eine ja, weiß nicht, eine Mutter, ein Vater Egon vermutlich, da ist der Sohn 11 Monate alt und es gibt großes Geschrei, wenn er versucht zu telefonieren am Handy. Man kann nicht ganz ohne, also auch wenn man beim Kind ist, wenn das Handy läutet, manchmal ist es ein Gespräch, das man annehmen muss. Wie kann man da dann damit umgehen, wenn das Kind daneben zu brüllen beginnt, dann auch das Smartphone haben will? Gibt es hier Möglichkeiten, Tipps, wie man das Kind da beruhigen kann? Ja, also wenn das Kind einen Schreianfall kriegt, wenn jetzt die Eltern ein Telefonat annehmen und auch sehen, das will ich jetzt annehmen, das möchte ich jetzt annehmen, dann ist es vollkommen klar, dass die Eltern entscheiden und die Grenzen und die Regeln setzen und sagen, ich telefoniere jetzt und ich muss, da komme ich jetzt nicht drum herum, dann mein Kind zumindest nach dem Telefonat beruhigen und diese Wut sozusagen korregulieren, wie ich eben schon sagte, und mit dem Kind darüber sprechen, dass es jetzt wütend, enttäuscht ist. Aber dass es so ist, dass ich jetzt entscheide, ich telefoniere und das Kind bekommt das Handy nicht. Das wird mit einigen Frustrationen einhergehen, aber es wird auch relativ rasch wiederum ein Lerneffekt sein, dass das Kind dann lernt, wenn Papa telefoniert und Papa sagt, er telefoniert jetzt oder die Mama, dann ist klar, die telefonieren und ich bekomme das Handy nicht. Wenn die Eltern das klar als Struktur und Erlebnis und Rahmen vorgeben, wird das relativ rasch so funktionieren. Das geht ja auch an anderen Dingen so. Wenn die Eltern jetzt ein Glas Wein trinken und das Kind sagt, ich möchte jetzt auch ein Glas Wein trinken, dann werden die Eltern ja auch sagen, nein, das ist nicht für Kinder oder bei Essen oder bei anderen Geschichten. Das heißt, die Eltern müssen souverän sein und entscheiden, wo sie wann dem Kind eine Grenze setzen. Okay, danke. Ich schaue gerade noch kurz auf die vielen Fragen, die dazu kommen. Einige, denke ich, sind schon mit beantwortet, mit anderen. Aber vielleicht hier noch, weil das wirklich auch auf das kindliche Gehirn nochmal eingeht. Eine Frage von Verena. Sie fragt, ab welchem Alter kann das kindliche Gehirn die schnelle Bildabfolge von Animationsfilmen verarbeiten, wobei die natürlich auch sehr unterschiedlich gestaltet sind. Es gibt sehr schnelle Filme und sehr langsame. Und gibt es neurologische Folgen, wenn solche Filme sehr früh gesehen werden? Ja, die Kinder sind normalerweise nicht darauf geprägt, schnelle Reizfolgen zu sehen. Das kindliche Gehirn braucht eine gewisse Zeit, um etwas sozusagen zu sehen, wahrzunehmen, sich daran zu adaptieren, zu schauen, zu gucken. Das sieht man, wenn man mit Kindern sozusagen jetzt einen kleinen Spaziergang im Frühling macht und ein Kind sieht plötzlich einen Käfer. Und der krabbelt und der krabbelt sehr langsam und das Kind kniet sich dann hin oder geht in die Hocke und fängt jetzt an, diesen Käfer zu beobachten. Eine sehr, sehr langsame Bildabfolge, weil der Käfer krabbelt sehr langsam. Und wenn wir diesen Käfer jetzt in einem schicken Nature-Animationsfilm hätten, noch mit anderen Käfern, anderen Tieren, da wären viele Käfer, da wären jetzt noch Stimmen, da wären Laute, da wäre Musik und dergleichen, wo man denkt, oh mein Gott, schon als Erwachsener kann man diese Fülle von Reizen
sozusagen kaum aufnehmen. Erwachsene müssen jetzt wieder dann zusätzlich zum Runterkommen Achtsamkeitsseminare machen, um genau das zu lernen, was Kinder eigentlich in ihrer Art, in einer langsamen Frequenz und Reizfolge für sich steuern. Denn wenn sie dann auf dem Spaziergang sagen, guck mal, da ist noch ein Käfer und noch einer und da gibt es noch andere, hier gibt es auch noch Blumen, dann wird das Kind ärgerlich werden und sagen, jetzt lass mich mal in Ruhe diesen Käfer beobachten. Das ist gerade mein Tempo. Das heißt, diese schnellen Bildfolgen plus noch Bild, Ton, Musik und dann auch noch laute Geräusche und das in einer relativ raschen Abfolge ist eine vollkommene Reizüberflutung für das kindliche Gehirn, sodass es wirklich auf die Auswahl ankommt und die Eltern müssen sich das genau anschauen, was zeigen wir unserem Kind und was nicht. Von welchem Alter sprechen wir jetzt ungefähr? Denn Helen schreibt hier, sie nennt ihren Sohn, der ist 5 Jahre alt, sie sagt, er ist reizoffen. Und dieser Sohn sagt, dass er sich beim Filmschauen, beim Fernsehen oder Filmschauen am Computer, dass er sich da beruhigen kann. Ist das möglich? Was sagen Sie dazu? Ja, Fernsehen und andere Medien werden oft eingesetzt, um Kinder sozusagen zu beruhigen, müde zu machen, so mit der Vorstellung, lass sie noch eine halbe Stunde Fernsehen gucken, dann fällt er dann müder ins Bett und dergleichen. Aber die Kinder können das, was das Fernsehen um die Zeit anbietet und was da läuft, in der Regel überhaupt nicht gut und adäquat verarbeiten. Das ist von der Bildgeschwindigkeit, von der Fülle der Informationen regelrecht eine Reizüberflutung. Und was dann passiert, ist, dass Kinder in einen Abschaltmodus gehen. Wir nennen das auch Dissoziation. Das heißt, sie sitzen dann vorm Fernsehen und das flimmert und das zieht da vorbei. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir da in einer lernoffenen Modushaltung das Kind sehen, sondern das Kind hat praktisch eine Flimmerfolge, die es jetzt natürlich etwas müde macht, aber das Kind ist eigentlich und gerät in einen abgeschalteten Zustand, weil es sich vor dieser Reizflut, die da kommt, eigentlich schützen will. Mhm. Und dann sehen wir ein Kind, was vorher aufgedreht ist und das gerät dann in so eine Art absenceartigen, tranceartigen Zustand. Und das ist eigentlich nicht, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass das Kind durch diese beziehungslosen Bilder sozusagen jetzt in einen tranceartigen, ruhigen Zustand versetzt wird, sondern das, was Eltern früher gemacht haben und was immer noch ansteht, wäre, dem Kind eine Geschichte vorzulesen, alterswidergerecht, passend für das Alter, weil das Kind dann Mamas Stimme hört oder Papas Stimme hört, Körperkontakt, Nähe, Mama riecht, sich ankuscheln kann und dabei wird es runterkommen und wird ruhiger werden. Und wenn das eine Erfahrung wird, die wird natürlich wiederum emotional abgespeichert als eine Erfahrung mit einem Menschen. Und wenn diese Erfahrung sozusagen abgespeichert ist, dann kann ich mich später, wenn ich größer bin, jugendlich erwachsen, in einer aufgeregten Abendsituation oder Nachtsituation, wenn ich gar nicht gut runterkomme, an diese Situation erinnern. Das passiert auf einer sehr unbewussten Ebene und kann dann plötzlich mit der Erinnerung an, wie war es, als Mama mich beruhigt hat, als sie da war, ich ihre Hand halten konnte, mit dieser Erfahrung kann ich mich dann selber beruhigen. Mhm. Wenn ich diese Erfahrung nicht habe, dann brauche ich als Erwachsener plötzlich Fernsehen zum Einschlafen. Dann brauche ich ständig Musik zum Einschlafen. Also praktisch Reize von außen. Und diese Reize sind ja gar nicht dosiert. Wenn eine Mutter einem Baby vorliest oder ein Lied singt, dann wird sie die Lautstärke, die Geschwindigkeit, die Intentionalität, all das wird sie fein dosieren. Selbst beim Vorlesen wird sie nicht einfach vorlesen, sondern sie wird das Kind im Auge haben. Und diese Regelung in der Beziehung, das kann kein Fernseher oder kein Medium sonst leisten. Ist es vorstellbar, dass dass es mit dem auch zusammenhängt, also mit, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass es äußerlich ruhig wirkt, das Kind, aber innerlich dissoziiert oder sich mit einer sehr starken Reizüberflutung letztlich kämpft und sich daraus herausnimmt, dass der Wechsel zurück dann zur Aggression führt, so wie Nadine Büttner hier schreibt und ich habe das auch schon oft von anderen Eltern gehört, dass die Kinder nach dem Fernsehen oder nach der Smartphone-Benutzung sehr aufgedreht sind oder sogar aggressiv sind. Das kann gut sein. Das Kind ist schon sehr über den ganzen Tag mit vielen Reizen sozusagen geflutet bis überflutet. Und jetzt kommt dieser abgeschaltete Zustand schon, um sich zu schützen vor dem Fernseher noch dazu.
Es kommen aber so viele Reize noch dazu. Und wenn man jetzt das Kind anspricht und sagt, nun komm, mach dich bettfertig oder wir putzen jetzt noch die Zähne, und dann explodiert das Kind, weil jetzt der ganze Stress, der nicht verarbeitet ist, nach draußen kommt. Und das ist sicherlich eine schwierige Situation. Wenn jetzt das Kind Trost bekäme, Körperkontakt, Unterstützung, Begleitung, um langsam runterzukommen, dann hätten wir noch eine Chance. Wenn aber jetzt der nächste Film dazu kommt oder nochmal eine Geschichte, die selbst auf einer Tablet-App jetzt sozusagen oder einer Smartphone-App im Bett noch läuft, dann haben wir nochmal mehr Reize. Das war jetzt ein paar Mal etwas zu dem, wenn die Kinder selbst aktiv sind. Wir haben jetzt aber auch noch ein paar Fragen zu den Eltern, wie es hier ausschaut. Und zwar konkret zwei Fragen Richtung Stillen. Hat das Auswirkungen, wenn die Mütter bei sehr langer Stilldauer nebenbei chatten oder dann in der Nacht um 3 Uhr früh, wenn sie zum Stillen sich aufsetzen müssen, nebenbei ein bisschen surfen? Wie ist das einzuschätzen? Oh, eine wunderbar spannende Frage. Stillen ist ja, weiß Gott, mehr als nur innerhalb einer bestimmten Zeit dem Baby über Milch eine bestimmte Kalorienzahl an Nährstoffen zuzuführen, sondern Stillen ist ja eine ganzheitliche Erfahrung. Das heißt, während das Baby an der Brust der Mutter trinkt, riecht es die Mama, spürt die Mama, erlebt die Mama und es bekommt auch mit, ob die Mutter emotional präsent und verfügbar ist. Babys sind sehr darauf aus, zwischendrin machen sie Pausen, schauen die Mama an, gucken, nehmen Kontakt auf, hören auf zu trinken, schauen wieder nach der Mama, fangen wieder an zu trinken. Das heißt, es ist ein gesamtheitlicher Austauschprozess. Und wenn das Baby jetzt an der Brust trinkt und die Mama ist aber konzentriert am Chatten oder im Internet unterwegs, weil sie denkt, das ist mir auch ein bisschen langweilig hier, das dauert wieder so lange, dann kann man das natürlich nachvollziehen. Aber dem Baby geht dann der Teil verloren, wo das Baby sagt, eigentlich habe ich hier jemanden, der gibt mir Milch, aber der ist emotional beim Stillen nicht verfügbar. Und das ist natürlich eine Botschaft. Wenn Sie mit jemandem sich zu einem Date für ein schönes Dinner treffen und es gibt sehr gutes Essen und das läuft und funktioniert alles sehr gut, die Küche ist ganz ausgezeichnet, dann ist das ja auch mehr als wir essen jetzt beide gleichzeitig und nehmen Kalorien zu uns, sondern es geht um ein ganzheitliches Erleben von Blickkontakt, Austausch, Gespräch, den anderen erleben, sehen und auch erleben, ob der andere mir gegenüber emotional präsent und mit mir im Kontakt ist. Und danach gieren Babys eigentlich, weil wir sozial so ausgestattet sind, dass wir unser Gegenüber emotional erleben wollen und mit dem in Austausch und Kontakt gehen wollen. Und eine Unterbrechung in diesem emotionalen Kontakt ist regelrecht schmerzlich. Die meisten werden auch sehr ärgerlich, wenn jemand mit einem anderen Menschen im emotionalen Kontakt ist und plötzlich zieht jemand sein Smartphone raus und fängt einfach an, da zu tippen. Dann denken wir, ach, das ärgert mich jetzt, das frustriert mich. Und dann werden auch Babys schon ärgerlich und frustriert. Aber wir sehen auch Babys, die dann vielleicht nach vielen Erfahrungen, dass da kein emotionaler Austausch läuft, diesen Austausch gar nicht mehr suchen, weil dann schweigt die Mutter und das Baby schweigt und die sind emotional nicht mehr im Kontakt. Dazu zwei Dinge. Zum einen erinnert es mich an, ich habe es selbst erlebt in einer Entbindungsklinik, dass die frisch entbundenen Mütter, die die Zeit überwiegend am Smartphone verbracht haben, also diese Babys machen die Erfahrung ja dann sehr, sehr früh. Ja, diese Babys machen diese Erfahrung sehr, sehr früh und das ist sicherlich eine irritierende Erfahrung, weil das Babys kommen mit anderen Erwartungen auf die Welt. Es gibt die alte Schilderung und gut dokumentiert, dass schon die Ägypter und später der Stauferkaiser wissen wollten, was ist denn die Ursprache, die Babys sprechen. Und sie haben armen Babys mitgegeben und haben gesagt, ihr dürft sie stillen, ihr dürft sie versorgen, ihr müsst sie versorgen. Und wir wollen dann wissen, welche Sprache fangen Babys an zu sprechen, wenn man nicht mit ihnen spricht. Und diese Armen hatten diese Aufgabe unter Androhung von Todesstrafe. Sie durften mit den Babys nicht sprechen und sich austauschen. Also haben diese Armen ganz pflichtbewusst diese Babys gestillt. Und das konnten sie gut, das wussten sie, wie das geht. Aber die werden auch in einem abgeschalteten, emotional zurückgezogenen Zustand gewesen sein dabei.
Und was passiert? Alle diese Babys, die genug Kilokalorien bekamen, die guten Grund hatten, sozusagen zu wachsen und zu gedeihen, fingen an, immer schlechter zu wachsen, immer schlechter zu gedeihen, bis dass alle Babys im Laufe des ersten Lebensjahres gestorben sind. Wo man sich fragt, wie kann das denn passieren, dass Babys, die genug Milch bekommen, sterben? Und wir wissen heute, dass das Wachstumshormon und auch das neuronale Wachstumshormon trotz Stillen und Kalorienaufnahme absolut notwendig ist, damit Babys diese Kalorien auch einbauen und auch das neuronale Netzwerke sich bilden. Und die bilden sich vor allen Dingen dann, wenn jemand emotional mit mir als Mutter, als Vater beim Stillen oder beim Füttern in Kontakt ist. Das heißt, es braucht diesen emotionalen Austausch absolut notwendigerweise zum Leben und zum Überleben. Babys können manchmal überleben, das sehen wir dann bei Heimkindern, die werden auch alle gut kalorienmäßig versorgt, gefüttert, die bekommen eine Flasche, die dürfen sie selber halten, die trinken sie auch. Und trotzdem wachsen und gedeihen sie viel, viel, viel schlechter als Kinder, die zu Hause oder im Kontakt gefüttert, gestillt werden bei einer Pflegemutter oder einer Mutter, die ein Kind auf dem Arm hat und mit dem Kind im emotionalen Austausch ist. Und das andere, das ist jetzt noch ein Unterschied zu diesen Ammen, aber Katja fragt dann zusätzlich noch, ob es dann wissenschaftliche Ergebnisse gibt, Studienergebnisse, ob dann auch diese Handystrahlung noch Auswirkungen auf die Babys hat, auf die Gehirne, auf die Körper, wenn die stillende Mutter am Smartphone ist. Mhm. Gute Frage. Also die Babys haben natürlich, wenn sie mit dem Handy im Kontakt sind und wenn sie auch das Handy selber ans Ohr halten, haben natürlich Strahlung, die sie abbekommen. Die ganze Diskussion rund um die Strahlung der Handys ist im Fluss. Wahrscheinlich werden wir da in 10, 20 Jahren viel mehr wissen, als wie wir das heute wissen. Ob und wie viel diese Strahlung wann, wie, wofür das sich vernetzende Gehirn in welchem Ausmaß schädlich ist, ist eine offene Fragestellung. Aber dass es Strahlung gibt, ist gar keine Frage. Also noch keine endgültige Antwort, aber ja. Aber wenn man auf der vorsichtigen Seite sein will, wenn man denkt, ich möchte mein Kind jetzt nicht unbedingt Strahlung aussetzen, dann kann man natürlich das auch als eine Überlegung mit dazu nehmen. Und noch eine Frage wird sich beziehen auf die Aktivität der Eltern. Und zwar geht es hier in diese Richtung, viele Eltern halten Situationen mit zugegebenermaßen oft sehr süßen Kleinkindern auf Fotos und auf Videos fest. Fühlen sich Kinder da beim Spielen gestört? Wo ist hier ein Empfehlen? Wissen Sie, welches Maß da vielleicht günstig wäre? Oder was macht es mit Kindern, wenn ihr Spiel dokumentiert wird? Sehr häufig. Wenn Eltern vor Freude und natürlich Begeisterung Fotos machen heute mit dem Smartphone, dann bekommen Kinder, Babys und Kleinkinder natürlich auch schon mit, dass Eltern irgendwie mit diesem Gerät was machen, worüber sie begeistert sind. Sie können natürlich das noch gar nicht so sehr mit den Fotos in Verbindung bringen. Und wenn die Eltern ihnen ihre Fotos zeigen, dann sind die Kinder oft, wenn sie sehr klein sind, auch noch nicht in der Lage, sich selbst auf dem Foto zu erkennen. Aber wenn sie dann anderthalb, zwei sind, dann schon sehr wohl. Dann hat das Kind schon ein inneres Bild vom Ich. Kinder erkennen sich auch im Spiegel, erkennen sich dann auch Fotos. Und jetzt kommt es sehr darauf an, ob diese Fotos wiederum, die die Eltern machen oder was die Eltern filmen oder aufnehmen, ob das wieder ein Teil der gemeinsamen Kommunikation wird. Wir schauen uns das an, wir reden darüber und wir können das gemeinsam kommentieren. Das ist wie nochmal ein Teil Verarbeitung. Und es kann sein, die Kinder wollen es dann auch immer wieder sehen, weil es so schön war, wie sie früher Fotos sich angeschaut haben, in Fotoalben geblättert haben. Was wir oft erleben, dass die Eltern ganz viele Fotos machen, dass sie ganz viel filmen und dann aber vieles davon wieder verloren geht. Wir arbeiten manchmal mit Eltern, die aus den verschiedensten sozialen Schichten kommen und die manchmal eben drei Handys haben und mit drei Handys filmen und überall Fotos und Videos drehen. Und wenn wir dann fragen, haben Sie denn wenigstens mal ein Foto aus dem ersten Lebensjahr, aus dem zweiten oder vielleicht auch noch ein zweites Foto, dann sagen sie, ja, ich habe ganz viele Fotos, aber ich weiß nicht mehr, wo die sind. Das heißt, die gehen dann verloren und es gibt gar kein System, für dieses Baby in irgendeiner Weise etwas festzuhalten, wirklich zu archivieren, was früher ein Kinderfotoalbum war. Das könnte ja heute ein digitales Fotoalbum sein, um dem Kind dann auch später mal zu zeigen, guck mal, so warst du, als du klein warst und das war mit anderthalb und das war mit Kindergartenalter. Das heißt, diese rasche Foto-Digital-Welt geht manchmal so schnell verloren, wie sie wieder kommt. Und das ist schade, weil natürlich es wäre schön, die Kinder könnten später nochmal rückblickend schauen, was da passiert.
Wenn die Eltern beim Spielen der Kinder ständig Fotos machen, aber auch nicht mit ihnen darüber im Kontakt sind, dann kann das Kind natürlich dann schon ärgerlich werden oder sozusagen auch ja, wütend darauf reagieren und sagen, hör auf, lass das, weil das Kind merkt, die Mutter oder der Vater ist mit der Kamera oder dem Handy beschäftigt, aber nicht mehr mit dem Kind. Oder das Kind wird vielleicht auch rausgerissen aus dem Spiel, wenn es dann gerade kocht und dann in seinem Töpfchen und dann wird gerufen, ah, zeig nochmal und mach's nochmal für das Foto, für die Oma. Also das dann vielleicht wenn das mal einsteigen kann. Sehr. Wenn das mal passiert, ist das nicht schlimm. Und wenn das aber sozusagen ein häufiger Zustand wird, dann wird das Kind darauf ärgerlich werden. Und wenn es ein bisschen älter schon ist, wird es sagen, nein, mache ich nicht. Und kocht einfach weiter und reagiert darauf nicht. Und wenn das aber dann einen Konflikt herstellt, weil die Mutter oder der Vater sagt, doch, und du machst das jetzt so und so muss das sein. Oder Eltern schon anfangen, sozusagen Videos zu drehen für YouTube, um die doch sozusagen reinzustellen oder Fotos und zu drehen oder zu fotografieren, um die in den Fotoprovidern zur Verfügung zu stellen, also wo das Kind zum Objekt wird, um damit sozusagen in gewisser Weise auch nach außen sehr narzisstisch sich als Eltern mit seinem Kind zu zeigen oder gar auch ein Business daraus zu machen, dann wird sehr schnell klar, es geht nicht um unsere Beziehung, sondern ich werde hier als Kind, als Objekt gebraucht, bisschen verkauft und dann sind wir natürlich in einer ganz anderen Welt. Ein kleiner thematischer Sprung, aber es ist vielen hier ein Anliegen. Christina mit 9 Stimmen schon zu ihrer Frage und auch jetzt noch einmal gestellt von einer zweiten Teilnehmerin von Lena, geht zu dem Thema Videotelefonie. FaceTime, Skype etc. mit Großeltern, vielleicht auch mit dem Papa, der woanders lebt oder im Büro ist tagsüber. Ist das für kleine Kinder verständlich, nachvollziehbar? Gibt es hier etwas zu bedenken, wenn man mit ihnen Videotelefonie macht? Ja, das ist nett und das ist auch wunderbar, glaube ich, eher für den Papa und für die Großeltern, dann das Enkelkind zu sehen. Nur das Enkelkind hat noch gar keinen Plan, dass diese Großeltern an einem ganz anderen Ort und Papa ganz woanders und dass es eine Technik gibt, die in der Lage ist, Ton und Bild aus großer Übertragung jetzt live herzustellen und dass es ganz wunderbar ist, den anderen live zu sehen und mit dem zu chatten oder zu reden. Die Kinder sehen dann auch bewegte Bilder und vielleicht, wenn sie jetzt größer sind, sprechen wir mal von 2,5, 3-Jährigen, die können dann schon Papa auch erkennen und die können dann auch Papa winken und die können dann auch schon anfangen zu kommunizieren. Aber wo Papa jetzt ist, ist sehr schwer zu erfassen. Kinder versuchen dann immer wieder mal in den Screen zu greifen, weil sie denken, da ist doch die Person ganz live oder den Screen zu streicheln oder zu küssen und sind dann frustriert und enttäuscht, weil natürlich die andere Person, die so real live da ist, aber dann doch nicht zu erreichen ist. Das ist dann natürlich ein gewisser Frust und macht eine kognitive Dissonanz, wie wir sagen. Also ich sehe etwas, aber ich kann das so nicht realisieren. Sie können sich vielleicht alle noch erinnern, als wir anfingen mit Webcams, dass man den anderen sehen konnte, wie das für uns selber eine wundersame Geschichte war, dass man so schnell einfach sich miteinander sehen und kommunizieren kann und doch voneinander getrennt ist. Ist ja auch schon beim Telefon oft schwierig, wenn die Kinder beim Telefon sich wundern, wo die Stimme herkommt und dann beim Hörer zuerst mal suchen, jetzt beim Smartphone suchen, ob sie das Gesicht zur Stimme finden und sozusagen hier bei FaceTime oder Skype nochmal verstärkt. Ja. Okay. Also wenn Eltern auch ein bisschen eine Frage der Gewöhnung. Ich denke, bei Fernbedienungen oder wenn das öfter passiert, ab welchem Alter können sich Kinder da dann vielleicht auch das wiedererkennen? Das ist etwas, was sie schon wissen, dass man da die Oma sieht und hört, aber sie ist trotzdem, man kann trotzdem nicht zu ihr gehen. Ja, Kinder lernen das natürlich, wenn sie 1,5, 2, 3 sind, dann können sie schon damit umgehen und sie wissen, aha, da kommt Oma auf dem Monitor oder Opa oder Papa. Und ich glaube, der größere Effekt ist für die Erwachsenen, dass die Erwachsenen mit dem Kind, ihrem Enkelkind, emotional Kontakt halten können. Also für die ist das sehr schön.
Und das stärkt deren emotionale innere Präsenz und dass sie sehen, wie das Kind wächst und gedeiht und dass die Sehnsucht des Papas, der jetzt irgendwo im Außendienst ist oder unterwegs ist oder in Afghanistan, nicht stirbt, sondern dass er seine Kinder sehen kann. Das ist natürlich ganz wunderbar. Und von daher würde ich sagen, Eltern, bitte macht das. Wissend aber und seid nicht frustriert, wenn euer Kind nicht kapiert, was im Moment da passiert und selbst erstmal irritiert ist, weil es den Papa jetzt nicht umarmen kann und der Papa auch seinerseits darunter leidet, weil er sein Kind nicht jetzt auf den Arm nehmen kann oder in den Schlaf wiegen kann. Also auch hier das Kind durchbegleiten. Absolut. Auch die Verwirrung aufgreifen und thematisieren. Ja. Und dann weiter über den Papa oder die Oma oder den Opa sprechen, weil die Kinder haben jetzt ein Bild und das ist jetzt nochmal kurz angekommen, um zu sagen, das war Opa und Opa hat das erzählt und jenes erzählt. Denn diese ganzen Bilder und auch jetzt das, was da im Austausch passiert, geht einfach für anderthalb, zwei, dreijährige noch sehr schnell. Und die Kinder fragen dann manchmal nochmal und sagen, Opa hat das gesagt oder Oma wollte das wissen. Sobald sie jetzt mit der Sprache besser unterwegs sind, kann man mit Kindern ja doch schon vieles austauschen. Und sie verstehen ja viel mehr, als sie schon sprechen können. Die Sprachverständnis eilt weit der Sprache der Aktiven voraus. Und wenn die Mama jetzt zu Hause sitzt und nochmal von dem Papa erzählt und was der jetzt macht und was, dann haben wir nochmal Papa emotional präsent durch die Mama. Und haben sozusagen nochmal eine ganz andere emotionale Erfahrung. Die Mama hat den Papa emotional bei sich und der ist jetzt im Gespräch und plötzlich sind die zwar zu zweit, aber emotional gefühlt ist Papa mit anwesend. Und das wäre nochmal eine sehr schöne Erfahrung, wenn das gelingen könnte. Mhm. Ja, wir haben noch knappe 10 Minuten übrig und noch einige Fragen. Etwas, was viele Eltern offensichtlich beschäftigt, ist, die Schwierigkeit, Essen vorbereiten, Küche aufräumen, überhaupt ein bisschen Hausarbeit machen. Darf man hier das Smartphone benutzen als Babysitter? Ja, das Smartphone als Babysitter, um schnell mal das Kind ruhigzustellen. Ich würde mir überlegen, welche anderen attraktiven sonstigen Spiele, Geschichten, Möglichkeiten hätte ich, um sozusagen meinem Kind was anzubieten. Womit kann es sich auch schon mal kurz alleine beschäftigen? Geht das? Oder gibt es eine Möglichkeit, das Kind mit am Tisch sitzen zu haben, wo das Kind jetzt mit irgendwas spielen kann und ich kann zumindest, während ich durch die Küche springe und aufräume, darauf reagieren und das Kind kann mir was zeigen. Das Kind bekommt gleichzeitig mit, was ich mache und kriegt eine Idee, wie räumen wir eine Küche auf und was muss wohin. Dann haben wir sozusagen eine gemeinsame Aktion, aber wir sind miteinander im Kontakt. Also die Botschaft kommt immer wieder ähnlich, jetzt auch wiederum, es geht um gemeinsamen Kontakt. Wenn das Kind aber sagt, ich kann jetzt damit spielen oder ich bin auch ganz zufrieden, wenn ich jetzt nochmal auf dem Boden liege und die Kugelbahn 10 Minuten rollen lasse oder das mache oder jenes mache, dann kann ich das auch hören und kommentieren. Und das ist immer nochmal anders, mit einem Spielzeug zu spielen, weil es so viel multisensorischer ist, als wenn ich nur das Smartphone in der Hand habe und gerade sehe und höre. Mhm. Konkret dazu gibt es dann auch noch die Frage von Gerhild Damm und von Fehu. Sie haben darüber gelesen, dass es diese Studie gibt mit dem Still-Face-Test. Vielleicht können Sie darauf noch kurz eingehen, erläutern oder können Sie dazu noch gar nichts sagen? Doch, dazu kann ich schon ein bisschen was sagen. Es gibt insgesamt noch wenig Forschung dazu, ob diese ständigen Unterbrechungen in der Beziehung zwischen der Mutter, dem Vater und dem Baby wegen des Gebrauchs von Smartphones für die Babys einen großen Stress darstellt oder nicht oder wie viel. Wir wissen aus früheren Studien, dass die Unterbrechung der Kommunikation, des Gesprächs, des Spiels zwischen Mutter und Baby großen Stress darstellt. Da gibt es die sogenannte Still-Face-Forschung. Da spielt die Mutter zunächst mit dem 3 bis 6, 8 Monate alten Baby face-to-face, gegenüber sitzen die sich. Und dann muss die Mutter mal für 2 Minuten einfach ein ganz blankes Gesicht machen. Die reagiert nicht, die ist sozusagen wie abgeschaltet. Und dazu gibt es Forschung, dass die Babys darauf mit großem Stress reagieren und dass das auch ihre Herzrate in die Höhe treibt und das, was wir dann an Herzratenvariabilität bestimmen als Stressmaß, dass das steigt. Und wir wollen jetzt wissen, ist dies sozusagen auch ein Stress für das Baby, wenn die Mutter abschaltet, weil sie auf das Smartphone schaut. Und deswegen machen wir in einer Forschungsstudie zunächst diese Stillface
im ganz klassischen Sinne. Und dann bekommt die Mutter ein Signal und muss nochmal abschalten, aus dem Kontakt gehen und quasi mit dem Smartphone sich beschäftigen. Und danach gibt es wieder sozusagen ein gemeinsames Spiel. Und währenddessen schauen wir uns den Stress der Mutter an und messen den und genauso den des Kindes. Und wir sehen jetzt schon von unseren Pilotaufnahmen, dass es Babys gibt, die darauf sehr heftig reagieren, wenn der Kontakt unterbrochen wird. Und wir sehen Babys, die kaum oder gar nicht darauf reagieren. Und jetzt wissen wir nicht, ob die Babys, die schon gar nicht mehr reagieren, sind das Babys, die einfach von ihrem Temperament anders sind, sind das Babys, die sich schon daran gewöhnt haben, weil sie sagen, ja, das ist der Alterszustand, wenn meine Mutter mit mir spricht und spielt, das ist Stress für mich, weil das kenne ich überhaupt nicht. Was passiert jetzt hier? Was will die von mir? Oder wie sind diese Verhältnisse? Das ist also eine schöne Studie und Eltern, die sich dafür interessieren, können sich bei uns in Salzburg beim Early Life Care Institut melden und können da gerne an dieser Forschung mitmachen. Schön. Für welches Alter geht es hier bei den Kindern? Das ist jetzt das erste Lebensjahr zwischen 3 und 10 Monaten. Also schon bei den ganz Kleinen schauen wir uns das an. Wie reagieren die darauf und wie ist der Stress beim Baby und bei der Mutter? Also herzliche Einladung an alle Eltern aus Salzburg mit Kindern im Alter von 3 bis 10 Monaten. Und Umgebung, das kann auch sein, dass die Eltern aus Bayern kommen, also aus dem angrenzenden Deutschland. Ja, Salzburg erreichbar ist. Wir machen es nicht über Webcam. Ja, okay. Okay. Ja, gibt es dann auch dazu passend, ist jetzt auch die Frage, ob es dann auch Entwicklungsstörungen geben kann, wenn Kinder sehr früh digitale Medien benutzen, gibt es da einen erwiesenen Zusammenhang dann mit Entwicklungsstörungen? Ja, wenn Kinder sozusagen sehr früh mit digitalen Medien unterwegs sind und eben diese digitalen Medien in einer Situation eingesetzt werden, wo Eltern aus dem Kontakt gehen, wo Kinder damit ruhiggestellt werden, dann wird natürlich das Bedürfnis nach Beziehung und Kontakt, was jedes Baby, was jedes Kleinkind hat, auf diese Social-Media-Kommunikation geprieft oder geprägt. Und wir sehen dann 10-Jährige, 14-Jährige, die inzwischen, wenn sie Stress haben, wenn sie Angst haben, wenn sie Probleme haben, sich in ihrem Zimmer einschließen und suchtartig über Stunden, manchmal die ganze Nacht hindurch, mit Computerspielen und Social Media unterwegs sind. Und die manchmal sozusagen wirklich mit fast Feuerwehrgewalt aus ihren Zimmern befreit werden müssen. Die kommen dann auch mit Suchtverhalten in die Klinik. Und wenn man ihnen das Handy dann wegnimmt oder die Social Media wegnimmt und die Computerspiele wegnimmt, haben sie richtiggehend Entzugssymptome. Das heißt, sie reagieren darauf, auf diesen Entzug mit Herzrasen, mit Herzratenerhöhung, mit Blutdruckerhöhung, Schweißausbrüchen, wie wenn jemand vom Alkohol entzogen wird. Das ist vollkommen neu. Auch für mich eine Erkenntnis gewesen, weil das Smartphone oder die Social Media sind ja kein Stoff, der direkt die neuronalen Hirnstrukturen sozusagen beeinträchtigt. Dass wir aber ganz ähnliche Entzugssymptome haben, wie wenn man einen Stoff nimmt wie Alkohol oder Drogen, das ist eine für uns auch überraschende neue Erkenntnis. Spannend ist aber, wenn die Kinder dann bei uns diese Pubertierenden in stationärer Therapie sind, dass sie nach relativ kurzer Zeit den Kontakt mit der Bezugsperson und der Therapie dem Gebrauch des Smartphones vorziehen. Weil wenn sie lernen, wenn ich Stress habe, dann gibt es eben kein Smartphone, sondern dann muss ich und darf ich mit jemandem reden. Am Anfang ist es ungewohnt, dann sind sie wütend. Mit der Zeit ziehen sie das sehr schnell den Möglichkeiten vor. Auch wenn sie Computerspielzeit hätten, nutzen sie dann diese gar nicht. Okay, vielen herzlichen Dank. Wir sind 2 Minuten vor 21 Uhr unserem eigentlichen Ende. Natürlich sind noch ein paar Fragen offen. Das war klar. Jetzt wollte ich noch kurz fragen, gibt es von Ihrer Seite noch etwas, was Sie gerne noch unterbringen möchten? Oder sollten wir noch auf eine Frage eingehen? Wir können gerne noch eine Frage nehmen, aber ich denke, wenn man jetzt meine Antworten auch nochmal zusammenfasst, dann ist sehr klar, Babys, Kleinkinder, um die ging es ja heute, sind sehr von ihren grundlegenden Erwartungen darauf geprägt, Menschen zu finden, ein Gegenüber zu finden, eine Mutter, einen Vater, der emotional verfügbar ist oder auch eine Erzieherin, eine Pflegemutter. Und wenn sie das mit der Zeit für ihren Stress, für ihre Beziehungserfahrung, für ihre Regulation erfahren können, prägt das sie sozusagen in ihrer Persönlichkeit über die neuronalen Netzwerke, die gebildet werden, mit für den weiteren Lebensweg.
Und wenn Sie sehr früh ganz andere Erfahrungen machen, dann kann das bis hin zur Suchtabhängigkeit gehen und dann brauchen wir später sogar therapeutische Hilfen, sodass es nicht verwunderlich ist, dass manche Kinder solche Schwierigkeiten entwickeln, andere aber eine Zeit lang sich für Medien interessieren und dann aber zwischen Medien und auch Beziehungserfahrung hin und her wechseln können, weil sie in dieser Medienerfahrung gut von ihren Bezugspersonen dann auch dosiert begleitet wurden und das Medium auch in die Beziehung mit integriert war. Danke. Ich denke, damit sind im Großen und Ganzen auch diese Fragen beantwortet. Auch wenn sicher viel noch zu sagen wäre und man gerade, ich kenne das als Mutter, man sich oft einfache Antworten wünschen würde, klare Ansagen, ja, mit dem Dreijährigen darfst du 10 Minuten schauen, ab 11 Minuten ist es schädlich. So einfach leider geht es oft nicht. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke und vielen herzlichen Dank auch an die zahlreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ihre Fragen gestellt haben, die zu diesem Gespräch beigetragen haben. Ohne die wäre es gar nicht möglich. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich möchte nicht überziehen. Ich denke, viele haben noch etwas zu tun oder wollen noch ihre Kinder kurz sehen, ihnen ein Gute-Nacht-Küsschen geben. Danke für das. Danke meinerseits. Und eine herzliche Einladung an alle, auch ein anderes Webinar von Digi4Family zu besuchen oder auch eine andere Veranstaltung von Professor Frisch. Vielen Dank und einen schönen Abend. Danke an alle meinerseits. Danke.